Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Haltet euch fest. Warzone, Cold War, COD, das wird alles wieder gut. Alles wird wieder gut. Skillless Matchmaking geht raus. Fliegt komplett raus. Weg mit dem Scheiß. Braucht keiner mehr. Ab damit. Nein, natürlich nicht. Das bleibt drin. Aber Leute, eben gerade ist die heftigste Bombe gedroppt. Hat irgendeiner von euch bisher Infos gehabt, welche Waffen jetzt in der neuen Season dazukommen? Ich persönlich nicht. Haben wir gewusst, welche Maps dazukommen? Kriegen wir überhaupt neue Maps? Sind es wieder nur Remake-Maps? Sind schlechte Remake-Maps? Kriegen wir wieder Jungle zum 18. Mal? Nein, Leute! Standoff kommt wieder! Oh mein Gott! Ich habe so zu den COD-Göttern gebetet, dass ich entweder Slums bekomme oder Summit oder Standoff. SSS. 3S steht für Shepherdfeuers Super Stream auf Twitch, da könnt ihr mir gerne folgen. Wir werden absolut morgen zu dem Update streamen. Das heißt, wenn ihr das hier seht, dann ist es eigentlich schon heute. Auf jeden Fall auf Twitch TV Shepherdfeuer, das ist hier unten eingeblendet bei euch. Lasst mir gerne ein Follow da, Leute. Wir werden auf jeden Fall heftige Streams diese Woche vor uns haben. Die Dark Matter Raketenwerfer sind fertig. Das heißt, es fehlen nur noch ein, zwei Kills mit ein, zwei Snipern. Und dann werden wir live im Twitch-Stream Dark Matter erspielen. Dann wird das Warzone-Event sein. Dann wird das neue Cold War-Event sozusagen sein. Mit den neuen Waffen, die dazukommen. Die stelle ich euch jetzt vor. Mit Standoff. Mit der neuen 6 gegen 6 Map, die daneben noch kommt. Und. Also haltet euch fest, Leute. Eben gerade ist durch Treyarch geleakt worden, diese Roadmap, die wir aus der Season 2 schon kennen, was alles auf uns zukommt. Und während die Wolken noch echt düster bisher waren, haben wir jetzt endlich was Handfestes, mit dem wir arbeiten können. Und Leute, es ist absolut krass. Mein neuer Cutter wird euch hier jetzt einmal einblenden, was auf uns zukommt. Und ich werde euch währenddessen einfach mal richtig chillig erzählen, was wir da alles sehen, auf was wir uns freuen können und was ich persönlich einfach gar nicht erwartet habe. Wir bekommen eine nagelneue Map und eine Remake-Map. Die nagelneue 6 gegen 6 Map ist Yamantau. Ja, das heißt so, Yamantau. Das ist chinesisch übersetzt für abonnieren und liken an dieser Stelle. Danke, Leute. 6 gegen 6 Map, die ich noch nicht gesehen habe, freue ich mich sehr drauf. Endlich neuer Content. Die Season 2 war meiner Meinung nach 5 Tagen eigentlich contentmäßig schon ausgelutscht. Dazu bekommen wir diese, das ist eine neue 2 gegen 2 Map. Das heißt, die von euch, die gerne 2 gegen 2 Modus spielen, auch an euch wurde gedacht. Wir kriegen eine neue Dirty Bomb Fireteam Multiteam Map. Das ist Duga. Das ist russisch für lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann haben wir 6 gegen 6 und jetzt kommt es, Leute. 6 gegen 6, lasst es uns gemeinsam sagen. Stand off. Jetzt ihr, stand off. Yes! Eine der Fan-Favorite-Maps, eine der besten Maps, die jemals in einem COD zu finden war. Und wir haben sie wieder. Standoff, wer sie von euch nicht kennt, gebt mal ein. Standoff, Scump, CDL, Highlights. Ihr werdet so heftige Gameplays davon sehen. Standoff kommt bei uns in die Season 3. Oh Gott, freue ich mich. Scheiß auf Skill-Based Matchmaking, Leute. Ich habe schon mal gesagt, Cold War ist durch zwei Möglichkeiten zu retten. Entweder der Content wird erhöht, dass wir mehr Variabilität haben. Oder B, die zweite Option, SBMM wird entfernt. Treyarch hat sich endlich hingesetzt und endlich dem Ruf von uns gefolgt. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn Slums noch dabei wäre oder Summit. Aber ich bin heilfroh, dass wir an Jungle vorbeikommen. Nachdem wir Jungle im vorletzten BO-Teil hatten und im letzten Black Ops-Teil und im letzten Black Ops-Teil sogar zweimal, habe ich keinen Bock, dass wir sie wieder bekommen. Das heißt, 6 gegen 6 Map Standoff ist ebenfalls dabei. Wir bekommen eine neue Score-Streak, eine neue, die wir kennen, und zwar den Strafe Run. Den Strafe Run kennen wir unter anderem auch aus BO4, wo es im Prinzip der A10 war, der über die Map geflogen ist, zurückgeflogen ist und wieder hingeflogen ist. Kann ganz schön vernichtend sein. Jetzt weiß ich leider noch nicht, wie sich das Ingame anspielt. Was aber für uns bedeutet, kleine Enttäuschung zu dem Hype, den ich gerade tatsächlich habe. Ich kann es nicht fassen. Ich bin seit 2 Wochen in Dark Matter und habe vor diesem Game eigentlich die Schnauze voll. Der Reiniger als Streak ist jetzt noch nicht da. Er wurde ja bereits vor Release von Cold War geteased. Das heißt, der Reiniger wird irgendwann noch kommen. In dieser Roadmap, die wir jetzt bekommen haben, ist er aber noch nicht dabei.
Dazu bekommen wir während der Season 2 neue Modi. Der erste ist Stick and Stones. Jeder von euch kennt diesen Modus. Viele von euch feiern den absolut. Herzlichen Glückwunsch an dich, Christopher. Du kannst deinen Modus endlich spielen. Und dazu bekommen wir Multi-Team Elimination. Klingt für mich wie ein Modus, den wir im letzten Jahr schon hatten, wo im Prinzip Team Deathmatch ist, aber mit mehr als zwei Teams. Klingt erstmal chaotisch, kann aber witzig sein. Dazu bekommen wir das Warzone-Event, das heißt Hunt for Adler. Das heißt, Adler wird gejagt. Ob wir alle gemeinsam Adler jagen, ob das irgendwann nach diesem ersten Warzone-Event ist, ob es das erste Warzone-Event ist oder wie sich das jetzt nachher darstellt, kann ich aktuell nicht sagen. Aber auch da scheint Activision sich endlich hingesetzt zu haben mit Treyarch und Raven Studios und sich was überlegt haben, wo die Community was machen kann. An dieser Stelle möchte ich an die Aussage erinnern von diesem einen Pressesprecher von Activision, der gesagt hat, boah, gar kein Problem, Leute. Was das angeht, sind wir schon lange auf einer Höhe mit Fortnite. Nein, seid ihr nicht, aber es ist der richtige Schritt. Es kommt auch Duga, die ja bereits die neue Multiteam-Map ist, auch im Outbreak-Modus. Das heißt für euch Zombie-Fans, super Infos. Dazu, und das springe ich hier jetzt einmal ganz kurz ein, und dazu nutze ich jetzt 12 Sekunden eurer Zeit für ganz kurz Werbung. Ich werde euch gar nicht einblenden, wann sie aufhört, denn ich mache ganz, ganz schnell. Aktuell gibt es noch bei lootring.com das Spring Break Special. Das bedeutet, ihr bekommt euren Eistee Pfirsich zusammen mit einem Shaker. Und wenn ihr meinen Bestellcode eingebt, bekommt ihr den weißen Shaker mit einer Originalunterschrift von mir. Und dazu bekommt ihr noch alle 5 aktuell verfügbaren Sorten als Probestacks dazu. Für anstatt 59€ 39€ mit dem Code CHAPPY25 bekommt ihr darauf 25%. Das heißt, ihr zahlt für den Shaker, universal nutzbar, mit meinem Otto da drauf und dem Cube Eistee Pfirsich und 5 Geschmacksrichtungen 30€. Einen besseren Deal werdet ihr dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht bekommen. Dazu bekommen wir ein neues Field Upgrade und das heißt im Prinzip giftiges Gas oder Toxic Growth. Also wenn man es wirklich übersetzt, ist es im Prinzip steigendes Gas. Was genau es macht, weiß ich nicht, aber das ist etwas, was ich mir schon seit langer Zeit wünsche. Verschiedene neue Field Upgrades, die einfach noch ein bisschen Variabilität zu, im Prinzip gibt es nur 2, die genutzt werden, Richtmikrofon, Trophy-System. In Outbreak bekommen wir dazu auch 2 neue Autos. Einmal den FAV, das ist so eine Art Sandbuggy, Afrika-Wüstenbuggy, und den Cargo Truck, den kennen wir alle aus Warzone. Wer ihn in Outbreak braucht, wer Bock auf Zombies hat, alles cool. Wichtige Info für Zombiespieler. Der Bann, der ganz viele, der 630 Nuclear Sale Bug getroffen hat, ist von Activision und Treyarch vor 2 Tagen in einem Blogpost bearbeitet worden und sie haben angekündigt, dass A, schon viele Leute entbannt worden sind und der Rest jetzt nochmal manuell geprüft wird und auch entbannt wird. Kommen wir zu den neuen Waffen, Leute. Wir bekommen, und das passt ja absolut perfekt zum Zeitalter des Kalten Krieges, die PPSH-41. Kennen wir aus WW2, war im Prinzip vom ersten Tag dort bis zum heutigen Tag die absolute Meta-Waffe. Die PPSH kommt jetzt auch mit zusammen dem Season Pass, den wir jetzt ja bekommen. Zusätzlich dazu bekommen wir die Swiss K31. Das heißt, unter euch Scharfschützen, unter euch Snipern. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt eine neue Sniper, die für mich absolut aussieht wie die K. Jetzt bin ich kein Profi, was Sniper angeht, also weiß ich nicht, ob die K und die Swiss viele Gemeinsamkeiten haben oder nur gleich aussehen. Aber Leute, 2 neue Waffen mit dem Season Pass. Dazu kommt das Ballistic Knife mit rein. Wir bekommen den Baseballschläger. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Lucille und jeder weiß, wer Lucille ist. Darf das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ihr seid geil. Alle anderen, die nicht wissen, warum ich mit einem Baseballschläger den Namen Lucille verbinde, ihr habt einen Teil eures Lebens bisher verschenkt. Dazu bekommen wir 2 weitere DLC-Waffen, die dann zum Kauf verfügbar sind, aber auch per Herausforderung frei erspielbar während der Season. Das ist die Carve 2. Sieht für mich ein bisschen aus wie die Bullpop, also ein bisschen wie eine MP, ist meiner Meinung nach aber wahrscheinlich eher ein Sturmgewehr. Und wir bekommen die AMP63, automatische Pistole, gehe ich davon aus, 63. Wie die sich spielt, weiß ich nicht. Ich habe keine Images dazu. Ich würde es euch so gerne zeigen. Aber die Waffen, ihr seht es ja auch zwischendurch, oder ihr blendet nochmal zurück, dann könnt ihr es auch sehen. Ihr seht es ja in der Roadmap.
die sehen gar nicht so schlecht aus. Ich bin sehr gespannt, ob sie es dieses Mal hinkriegen, dass all diese neuen Waffen, die dann auch in Warzone zu spielen sind, tatsächlich endlich ordentlich gebalanced sind. Dazu kriegen wir die Nerfs für die Stoner, für die FFAR, für die M16, für die AUG, für die LC10, für die Street Sweeper. Das heißt, es kommt eine Menge auf uns zu. Zusätzlich bekommen wir verschiedenste neue Operatoren, unter anderem Knight, Rafe, das ist im Prinzip die Hauptcharakterin, die wir hier auch sehen in der Mitte. Dazu kommt Captain Price und dazu kommt Antonov, sieht ganz komisch aus irgendwie, während der Season dazu. Zusätzlich gibt es neue Prestige-Level und es gibt neue limitierte Zeit-Modi, die wir in der Season spielen können. Das heißt, verschiedenste neue Waffen, neuer Season-Pass, Standoff als absolute 15 Millionen Mal geilere Map als alles, was wir bisher haben. Die neue Yamantau-Map, wo ich nicht weiß, wie sie spielt, aber es ist eine neue Map, neuer Content, alles was Neues nehme ich aktuell. Das heißt, wenn Activision, Treyarch, Raven Studios das jetzt alles endlich mal vernünftig über die Bühne kriegen, ohne neue Bugs, ohne neue Cheats, ohne neue Hacks, ohne neue Probleme mit den Servern, dann haben wir ein gutes Fundament für einen guten Start in die Season 3. Ja Leute, ich bin hyped drauf, weil endlich das Spiel, was ich so gerne lieben würde und wo ich mich jetzt 2,5 Wochen durch Dark Matter gekämpft habe, bekommt endlich neue Sachen. Und ich habe am aktuellen Stand das Gefühl, dass man bei Raven Studios, bei Treyarch und bei Activision dazugelernt hat. Ob wir enttäuscht werden oder nicht, wird sich jetzt mit den nächsten Tagen zeigen. Aber Leute, ich bin voller Hoffnung und ihr solltet das auch. Das heißt, viel Spaß mit dem neuen Season-Update. Schaut bei mir im Twitch-Stream vorbei. Wir werden das gemeinsam einfach mal durchgehen, werden die neuen Sachen testen, werden Dark Matter zusammen erspielen und. Wir haben ganz, ganz viel vor uns. Es wird ein guter Monat. Ich bin raus, Leute. Haut rein.